Nichts. Auf! Etwas vom Eindringling muss der Fremde haben. Es ist... eine Störung. Im Innersten. Alle gesungenen und viele vom Orchester gespielte Töne der vierten Situation sind von Tonaufnahmen der Grabeskirche abgeleitet, sogenannten Echographien und ihrer Analyse. Die Grabeskirche haben wir 2011 besucht, Joachim Haas, Patrick Hahn und ich. Ich habe sie nicht als Symbol erlebt, denn ich bin evangelisch, sondern als einen Klangkörper beobachtet. Für mich sind das Spuren, die mehr spekulativ oder intuitiv zu erleben sind. Ich gehe davon aus, dass Jesus von Nazareth an der Orten seines Wirkens Spuren hinterlassen hat, wie in der Grabeskirche, in Kapernaum, in Emmaus. Diese Spuren sind physikalisch nicht nachweisbar, aber doch irgendwie in unseren Aufnahmen enthalten. Und dadurch auch Teil unserer Oper. Das wünsche ich mir sehr. Es arbeiteten zwei Teams daran, die Tonabteilung des Opernhauses und das Experimentalstudio des SWR, die Elektronik im großen Saal der Bühne zu installieren. Wäre ich gestorben, wäre alles früher geschehen. Hätte ich anders weitergelebt, hätte sich alles später ereignet. Warum weinst du?